Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Napoleon Total War, The Great War, der große Krieg. Ihr habt es geschafft, ihr habt mich überredet. Es haben wirklich sehr viele Leute auf mich eingeredet, komm, probier doch mal die The Great War Mod aus. Und ja, jetzt sitze ich hier, hab sie installiert, habe auch schon ein Installationstutorial gemacht. Link dazu natürlich in der Beschreibung. Und ja, wir können eigentlich auch gleich beginnen. Ich habe mir dabei halt überlegt, mit wem ich spielen soll. Ja, es gibt ja immer so etwas ausgelutschtere Nationen, die ich eigentlich ungern spiele. In diesem Fall muss ich einfach Deutschland spielen. Es ist das erste Let's Play zu dieser Mod. Es wird vielleicht nicht das einzige Let's Play sein. Ich meine, der Mod of the Empire haben wir 4-5 Mal Let's Played mit verschiedensten Nationen. Ganz ein nächstes Mal spielen wir vielleicht andere Nationen oder einfach eine kleinere Nation. Mal schauen. Okay, wir werden aber auf jeden Fall auf schwer spielen. Was ich aber sagen muss, ist, ich habe diese Mod mir etwas angeschaut. Ich habe sie aber nicht wirklich viel gespielt. Bedeutet, ich entschuldige mich schon von vornherein für kleinere Fehler. Und bin natürlich jederzeit für Tipps offen. Also, Hilfe brauche ich allerdings keine. Wie Napoleon Total War funktioniert, habe ich schon vor ein paar Jährchen verstanden. Auch wenn da manche gern daran zweifeln. CPU-Moves brauche ich auch nicht. Man kann leider das Spiel, also die Mod, nicht auf Deutsch umstellen. Es gibt noch keinen Deutsch-Patch. Sonst hätte ich den für das Let's Play installiert, aber ja, gibt leider keinen. Und dann die Gefechtszeit begrenzen wir mal auf 40 Minuten. Das sollte auf jeden Fall reichen. Okay, und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon. Was ich einfach sagen muss, die Ladescreens wurden extrem schön überarbeitet, muss ich einfach mal sagen. Also, da kommt so richtig dieses Feeling rüber vom Ersten Weltkrieg. Ich schätze ja auch gerade ein großes Thema, so 100 Jahre danach, jetzt zu Beginn, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich sag nur, Weihnachtsfrieden von 1914 ist jetzt ziemlich genau auf den Tag 100 Jahre her. Und ja, da hat man natürlich dann gleich eine ganz andere Einstellung zu dem Ganzen. Na, aber auf jeden Fall weiter zu dem Spiel. Diese Einstellung sagt einfach nur so viel wie, will ich, dass es vom Spiel mehr oder weniger erzwungen wird, dass die Mächte, wie sie eben damals im Ersten Weltkrieg waren, zusammengehalten werden. Also dass Österreich mit Ungarn, mit Deutschland verbündet bleibt, dass Russland mit Großbritannien verbündet bleibt, etc. Ehrlich gesagt, nein, das will ich nicht. Denn, ja, ich will auch von mir aus ein bisschen Flexibilität haben. Das finde ich bei Napoleon Total War an sich schon etwas schade, dass es einfach so ist, dass, ja, du kannst eigentlich nicht viel bestimmen. Deswegen spiele ich gerne die Mods. Da kann man auch früher starten, da kann man dann den Wandel des Ganzen eher bestimmen und ist nicht der, ja, den Scripts der Entwickler ausgesetzt, beziehungsweise der Geschichte einfach. Und so kann ich zum Beispiel hingehen, London einnehmen, England anbieten, hier, du kriegst London zurück, dafür ist Frieden, dann halten die sich raus, sind vielleicht später sogar mit mir verbündet. Und ja, wenn ich diese Mächte eben beieinander halten würde, würden die mich immer hassen, egal was ich tue. Und das ist ja auch irgendwie unrealistisch. Wir wollen den Ersten Weltkrieg ja nicht nachspielen, wir wollen ihn, ja, neu schreiben, neu interpretieren, etc. Okay, wir werden aber das tun, was wir immer brauchen. Was haben wir aus der Geschichte gelernt? Der Erste Weltkrieg war nicht so schnell zu Ende, wie es manche gern gehabt hätten. Deswegen werden wir am Anfang etwas auf Economy, also Wirtschaft, gehen, dass wir uns das Ganze einfach eine Weile leisten können. Jetzt an der Front vielleicht noch nicht so ganz, eher ein bisschen weiter im Hinterland. Also mit Hinterland meine ich Richtung Österreich. Falls irgendwelche Österreicher anwesend sind, tut es mir da leid, dieser Ausdruck war nicht so gewollt. Nein, mit Hinterland meine ich einfach ein bisschen weiter weg von der Front. Pro Österreich hoffe einfach mal, dass die sich ein bisschen besser angestellt haben, wie damals in echt. Und ja, würde ich sagen, schauen wir erstmal unsere Armeen durch, wo wir denn was stehen haben. Natürlich haben wir kleinere Einheiten immer mal wieder überall rumstehen mit 400 Mann. Ihr seht schon, die Einheiten haben wesentlich mehr Männer wie sonst. Hier haben wir eine kleinere Armee im Osten, mit der wir noch nicht wirklich vorrücken können. Das bringt nicht wirklich viel. Uns gehört auf jeden Fall schon mal Polen. Das ist interessant. So, Stettin, da haben wir nicht viel. Hier haben wir eine kleine Armee in Berlin. Da müssen wir uns überlegen, an welche Front wir die verlagern. Also ich will die auf jeden Fall nicht mittendrin irgendwo haben. So, Dresden haben wir noch ein bisschen was. Das kommt natürlich Richtung Osten. Stuttgart. Naja, Kassel. Und hier im Westen haben wir dann... Ist das unsere größte Armee schon? Ich hoffe nicht. Okay, doch, tatsächlich. Okay, das bedeutet einfach nur, wir werden die Armee aus Polen auf jeden Fall Richtung Norden schicken. Beziehungsweise, nein, werden wir nicht. Wir haben nämlich noch Winter. Ich glaube, wir werden noch eine ganz schöne Weile Winter haben. Okay, das heißt in dem Fall, wir überlassen den Osten zum größten Teil den
Österreichern und hoffen einfach mal, dass die sich da gut drum kümmern. Müssen denen natürlich auch helfen, aber ich ziehe in dem Fall meine Armee aus Berlin erstmal Richtung Westen. Also ich habe ja persönlich viel vom Stufenplan gehalten. Hätte ja auch funktioniert, wenn man sich strikt dran gehalten hätte. Nicht zwischendrin noch irgendwelche Ausflüge, irgendwelche Richtungen gemacht hätte, die nicht vorgegeben waren. Deswegen, ja, marschieren wir natürlich erstmal hier schön über Belgien ein. Okay, hier unten haben wir noch ein paar Armeechen, die, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass Italien nicht mit in den Krieg zieht. Das müssen wir auch verhindern. Das bedeutet, wir machen mit denen jetzt erstmal ein Handelsabkommen. Ja, 70 kann man noch zahlen, das ist in Ordnung. Sehe schon, die Verbindung. Ja, also ich meine, die Beziehung ist ganz gut. Spricht momentan noch nichts dagegen, dass die in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht können wir denen sogar. Sie irgendwie dazu zwingen, gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen. Ich meine, für den Anfang wäre es echt schnell, aber ich meine, damit würden wir uns auf jeden Fall schon mal guten Vorteil schaffen. Ich meine, im Zweiten Weltkrieg haben uns die Italiener auch nicht wirklich geholfen, aber. Ja, da stehen sie uns auf jeden Fall nicht im Weg. Also hier, Join War. Ah, warte, ich muss ja schon Request. Okay, jetzt Join War gegen France. Und dafür kriegt er dann auch alle Technologien, die wir haben. Ich meine, die kann er dann so oder so gebrauchen. So. Da der anscheinend sehr viel Wert auf Geld legt, bieten wir ihm nochmal 2000 obendrauf an. Sehr schön. Das ist sehr gut. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen weiteren Verbündeten im Süden. Bedeutet, wir können uns voll und ganz auf Frankreich nach England konzentrieren. Ziehen die Armeen auch weiter nach Osten. Landwehr. Okay, es sind übrigens Stiefel, aber ich habe gerade eben gedacht, was das sein soll. Muss mal schauen. Stuttgart wird es wohl keine Aufstände geben. Ich meine, wir sind hier unten immer zufrieden. Deswegen ziehe ich hier meine Armeen mal ein bisschen weiter zusammen. So. Alles an die Front. Das, was wir haben. Bisschen, also hier unten zum Beispiel in Straßburg lassen wir auf jeden Fall mal was stehen. Also wir ziehen da nicht alles mit, falls der Feind tatsächlich auf die Idee kommen sollte, Gegenoffensive zu starten, was wir natürlich nicht hoffen. So, die Bayern, die sind da auch immer ganz zufrieden. So, die Administration sollte man schon fast in den Osten schicken, aber schicken wir auch in den Westen. Osten greifen wir an, sobald das mit dem Winter rum ist. Na, das Schlimmste überstanden auf jeden Fall. Und die Flotte, die lassen wir jetzt erstmal hier, beziehungsweise wir blockieren vielleicht mal den Russen. Das muss ich mir noch überlegen. Können es natürlich auch im Zweiten Weltkrieg-Style machen und einfach über Norden, also über Dänemark, die noch schnell wegrushen, mehr oder weniger. Ich glaube, das wäre jetzt zu aufwendig. Das können wir aber machen, bevor wir bei den Briten einfallen noch. Jetzt verlegen wir auf jeden Fall mal die Truppen. So, hier können wir ein bisschen ranzoomen. Okay, das bedeutet, so wie ich das sehe, haben wir mehr oder weniger alles verlegt, was man verlegen kann. Die Flotten ziehen wir vielleicht noch zusammen. Ich glaube, ich will hier auch mal ein Seegefecht schlagen. Das mache ich ja sonst immer eher seltener. Okay. Italien hat ein unglaublich hohes Prestige. Okay, hoffen wir mal, dass es sich nicht ändert, sondern bei uns bleiben. Income next turn. Also wir kriegen anscheinend 11.000 nächste Runde. Das ist auf jeden Fall gut. Das kriegen wir jetzt. Ah, warte. Ich stehe ja gar nicht bei Prestige. 11.736. Lohnt sich das wirklich, die deswegen aus? Ja, komm. Hauptsache, wir stören einfach den Russen. Das ist das Wichtigste. In dem Fall können wir auch das ganze Geld ausgeben. Wir müssen nichts sparen. Gegen meine Schwabennatur gebe ich also diesmal alles aus. Ach ja, ich habe übrigens die Deeper-Kamera eingestellt, wie ihr im Tutorial gesehen habt. Deswegen kann ich ein bisschen näher ran und ein bisschen weiter rauszoomen, wie man es eigentlich tun sollte. Aber das ist einfach übersichtlicher und fürs Let's Play auch besser. So, das bringt uns relativ wenig. Wir müssen wirklich gucken, dass wir auch Dinge bauen, die was bringen. Ich habe übrigens auch im Tutorial erklärt, welche Settings ich drin habe. Also wer sich dafür interessiert, man kann ja die Einheitengröße einstellen. Und was ziemlich interessant ist, dass die Einheiten eben auch tatsächlich nach der Ländersprache benannt werden etc. Das, oh, hier Geld. Ja, wie ich das alles eingestellt habe. Könnt ihr da nachlesen, beziehungsweise das mit Ländersprache wir auf jeden Fall an. Einheitengröße auf Maximum. Ja, die anderen zwei Einstellungspunkte fallen mir gerade gar nicht ein. Darauf gehe ich aber dann ein, wenn es soweit ist. Okay. Würde ich sagen, wir sind größtenteils mit allem fertig. Jetzt kümmern wir uns noch kurz um die Regierung.
Nun, die Armeen zusammengeführt haben, dann guckt man, dass wir da vielleicht noch überall einen guten General reinhauen können. Und dann brauchen wir natürlich noch Technologie. Politik, ja, die meisten Menschen sind halbwegs zufrieden. Könnten mit dem Text sogar noch ein bisschen höher. Das wäre zu weit. Und Lower Class, okay, die gehen dann. Was? Ich meine, Lower Class im Süden von Deutschland? Naja, okay. Ich würde mal sagen, Navy ist, naja, braucht man sowieso nicht viel. Diplomatic Relations, das ist auf jeden Fall gut. Da nichts, können wir vielleicht die Leute mal durchtauschen, vielleicht bringt's was. Nein, bringt nichts. Ich meine, die Navy war damals auch nicht wirklich die beste. Bedeutet, wir kicken den jetzt einfach mal so lange raus, bis da einer kommt, der was drauf hat. Wenn keiner kommt, der was drauf hat, ah, ist doch gut. Sehr schön. Bei der Navy wird der nicht viel bringen, oder ja, schon, aber. Ja, wenn Navy ist nebensächlich, da kümmern wir uns zwar auch noch drum, aber. Er ging ein bisschen später. Okay. Nein, eigentlich will ich nicht den marxistischen Sozialismus erforschen. Eigentlich, nee, echt nicht. Wirklich nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal. Ich befürchte, aber ich muss das erforschen, oder? Anarchism, what the fuck? Wo soll mir das in irgendeiner Art und Weise helfen? Wahlrecht für Frauen. Naja, freies Wahlrecht für Frauen. Airplanes. Was bringen die denn? Small Land. Okay, es gibt auf jeden Fall mehr Geld und einen Spion. Also die Luftwaffe hat ja im Ersten Weltkrieg hauptsächlich der Aufklärung gedient. Zumindest am Anfang. Rifle Scope. Das ist auf jeden Fall gut. Da kann man auf höhere Distanzen. Was bringen Telefons? Happiness. Ich kann vielleicht auch erstmal. Ja, komm, wir forschen jetzt erstmal das. Rifle Scopes. Ich bin mal gespannt, wie viel das bringt. Und dann können wir nebenbei noch das Telefon erforschen. Gibt auf jeden Fall, ja, reduziert die Administrations-, also die Verwaltungskosten und plus 1 Happiness. Dann können wir vielleicht nochmal ein bisschen mit den Steuern hoch. Und dann haben wir natürlich noch mehr davon. Okay, dann ist das für die erste Runde gelaufen. Schauen wir mal. War Declaration, Your Allies. Oh mein Gott, okay, das ist natürlich ganz interessant. Damit hätte ich natürlich auch nicht gerechnet. Das ändert natürlich irgendwie alles. Österreich-Ungarn hat uns den Krieg erklärt. Das ist ein Szenario, das hätte eintreten können, eher unwahrscheinlich und auch irgendwie unklug. Okay. Also in dem Fall ist auch unser Frieden mit Italien zerbrochen, aber in dem Fall haben wir auch einen neuen Feind. Österreich-Ungarn, das wird eine harte Nuss zu knacken, weil ich damit jetzt natürlich gar nicht gerechnet habe. Dann schauen wir mal. Wir rücken trotzdem weiter Richtung Westen vor, größtenteils. Wir müssen da jetzt auch konsequent sein. Gut, nur dass die Italiener uns den Krieg nicht erklärt haben. Okay, wir haben 6000. Dafür können wir vielleicht eine kleinere Armee bauen, aufbauen. Und zwar hier in München. Ja, da können wir eine kleinere Baracke bauen. Haben wir vielleicht in Stuttgart schon eine rumstehen? Nee. Dann müssen wir halt noch 2 Runden warten. Warehouse. Das bringt auf jeden Fall mal was. So. Okay. Was bringt denn das? Plus 500? Ja, das ist auch gut. Wir können jetzt die ersten 2 Runden sowieso kein Geld für die Armee ausgeben im Süden, also in Bayern, weil wir da noch nichts ausgebaut haben. Deswegen gucke ich jetzt erstmal, dass ich hier Sachen ausbauen, die Geld geben, beziehungsweise wir können im Süden allgemein mal so ein bisschen unsere, also Militär hin verlagern, weil dort wird sich größtenteils alles abspielen, jetzt wo Österreich-Ungarn uns den Krieg erklärt hat. Das macht es natürlich auf jeden Fall interessant, auf eine Art, die ich es nicht erwartet hätte, aber es wird interessant. Ich habe das Spiel übrigens auf meiner SSD installiert, was dazu führt, dass ja, die Rundenberechnung relativ schnell sein sollte. Und auch die Ladezeiten unglaublich gering sein sollten. So.
beginnt unsere erste Belagerung. Alle Mann an Deck. Ja, die Sounddateien sind ein bisschen durcheinander. Ich werde auch wahrscheinlich hingehen und noch schnell, beziehungsweise bis zum nächsten Part, das Ganze auf Englisch umstellen. Und lagern die jetzt natürlich. Ich hoffe schon, dass sie nichts dagegen tun. Das ist 2 Happiness, das ist schlecht, aber 1200 Region Wealth, das ist natürlich gut. Aber ja, die Happiness im Süden ist sowieso etwas unterdurchschnittlich, deswegen, ja. City Council, okay, jetzt sparen wir das Geld mal, weil in 2 Runden werden wir hier eine kleine Armee aufbauen müssen, um Österreich-Ungarn gleich empfindlich zu schlagen. Okay, warum ihre Hauptstadt? Na egal, wir holen uns auf jeden Fall mal Böhmen. Paar Jährchen früher, wie historisch bedingt, aber ja, warum denn nicht? Lieber früher als später. Spania, France. The Great Britain Empire, oder? Habe ich es richtig gelesen? Lions broken. Okay, anscheinend hast du uns die ganze Welt. Das ist aber auch nicht schlimm, es heißt ja auch Erster Weltkrieg. So. Das können wir jetzt auf jeden Fall auswürfeln lassen. 200 Lost, das kann man noch verkraften. Da werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal die Steuern nehmen. Darauf sind wir ja nicht wirklich angewiesen. Wir müssen auf jeden Fall die Gebäude reparieren, nicht dass da noch irgendwas rauskommt, das wir nicht haben wollen. Okay, weiter geht's. Rekrutieren wir jetzt erstmal gleich einen General. Beziehungsweise wir sollten Schienennetz ausbauen komplett, das wäre ein bisschen teuer. Hier im Süden wird es sich aber echt lohnen. Weil eben so früh. Ich weiß es nicht. So, wir rekrutieren jetzt erstmal für die nächsten 3 Runden 2 Einheiten. Machen wir das so und der Rest stecken wir in die Wirtschaft. Beziehungsweise hier stecken wir auch mal noch ein bisschen was ins Militär. Hier können wir dann weiter die Wirtschaft gehen, das ist nicht gut. Im Süden müssen wir echt auf unsere Unruhen aufpassen. Vor allem in den niedrigeren Klassen. Okay, das gehört nicht mehr uns. Hier drüben was ausbauen ist ein bisschen riskant, kann man aber auch machen. Puh, gibt es da noch irgendwas irgendwo? Supply Depot, nee. Ja, gibt es schon noch, aber da müssen wir jetzt halt warten, bis wir etwas mehr Geld haben. Man darf natürlich den Osten nicht vernachlässigen. Jetzt ziehen wir die Armee mal runter nach Polen. Das darf nämlich nicht fallen. Das wäre ein bisschen schlecht für uns allgemein. Und dann können wir eigentlich auch schon mit dieser Armee Richtung Frankreich marschieren. Das war jetzt eigentlich ja nicht so in Planung, aber es haben momentan einfach die Möglichkeit dazu. Das bedeutet, wir werden es auch tun. Dein General ist ja teuer, fällt mir gerade auf. Wir könnten natürlich auch erstmal Richtung Norden marschieren. Wir ziehen die Truppen mal hier runter. Wir müssen halt gucken, dass wir mit Holland im Frieden bleiben und ich glaube, da kümmern wir uns auch gleich mal drum. Dass die Niederländer uns vielleicht etwas positiver gesinnt sind. Sehr schön, Handel ist immer gut. Haben wir schon mal das Schwerste geschafft. Okay, hier haben wir natürlich auch noch eine kleinere Armee. Ah, stimmt, das ist die Armee von vorher. So, hier haben wir eine Einheit, die sollte zur Verteidigung dienen. Und ja, dann mal schauen. Mit Serbien sind wir natürlich auch im Krieg, das ist ja klar. Mit dem Osmanischen Reich sind wir noch im Frieden und das müssen wir mal schauen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Italiener immer noch mit Frankreich im Krieg sind. Sehr schön, das sind sie noch. Wenn sie nicht mehr mit uns verbündet sind. Da ist auch die Wahrscheinlichkeit um einiges geringer, dass sie sich verbünden. Die schlagen sich jetzt erstmal ein bisschen die Köpfe ein und entnehmen mir etwas von der Last. So, in Stuttgart bauen wir auch weiter das Militär aus. Da ist ja noch eine Weile, bis die Truppen hier rekrutiert sind. Und rücken dann eigentlich gleich weiter. Wo haben wir denn jetzt die Stadt eingenommen? Wo waren das? Was ist hier? Ah, tatsächlich. Böhmen. Ich meine, das ist rein von der Position her, muss es so oder so zu Deutschland gehören, da. Mal sagen, was ihr wollt.
Das kann man vielleicht in Tirol abschneiden vom Rest der Welt, indem wir einfach hingehen und... Ich weiß nicht, ob ich es mir erlauben kann, die Armee rauszuschicken. Die werden da schon nicht... Ja, die werden da rebellieren. Bitte, wir schicken mal eine Landwehr da rein, sollte es reichen. Binden uns mal mit der Armee hier. Und da brauchen wir dann einen unglaublich schnellen General. Den können wir dann auf jeden Fall benutzen für den Feldzug gegen Österreich-Ungarn. Und ja, hier haben wir unsere kleine Offensivarmee gegen Frankreich. Hier im Norden haben wir eine Verteidigungslinie, in Anführungszeichen, eine kleinere Verteidigungslinie gegen Russland. Falls die kommen sollten, wird es eklig, aber sie können kommen. Ohne dass es... Ja, wir können uns darauf vorbereiten. Okay, dann hoffen wir mal, dass der Krieg hier etwas schneller vorangeht, wie es tatsächlich damals ist. So, schicken wir die Truppen hoch. Oh. Auf jeden Fall die Truppen zusammenführen. Okay, in dem Fall ziehen wir die jetzt erstmal ein bisschen zurück. Wir haben noch keinen General. Deswegen, ja, müssen wir schauen. Okay. Da ist eine gute französische Armee. Das könnte vielleicht sogar schon mal eine wichtige Schlacht werden mit diesen Truppen hier. Deswegen würde ich auch gerne diese Einheit noch hier in die Nähe schicken. Ich meine, eine Einheit Verstärkung hat noch nie geschadet. So. Okay. Wir haben schon mal eine Einheit mehr. Beziehungsweise wir können vielleicht sogar hingehen und irgendetwas abbrechen, was ein bisschen Geld gekostet hat. Ach komm, dann lassen wir das mal in Stuttgart weg. Haben halt eine Runde verloren, aber es ist mir jetzt wichtiger, dass wir hier einen anständigen General haben. Okay, Land Battle, das ist schon mal gut. Artillery haben wir nur eine. Infantry Units, das ist schon mal gut. Was haben wir denn noch? Command, die Infantry Units plus Moral und Cavalry Units. Das bringt uns relativ wenig. Was haben wir denn hier? Moral plus Infanterie. Ist auf jeden Fall gut. Komm, dann nehmen wir den hier. So, und dann können wir vielleicht uns gleich da unten irgendwo auch noch einleisten. Ja. Cavalry Units, das wäre hier auf jeden Fall mal nicht schlecht. Ja. Manchmal die Artillery. Ja, meine Aussprache ist schon wieder genial. So, der schadet auf jeden Fall mal nicht. Bin auf jeden Fall mal mit Generälen versorgt, sonst kann so großartig nicht mehr viel passieren. Geht's weiter. Ich werde übrigens die Kampagne natürlich, ein Total War Teil, den kann man im Endeffekt kaum zu Ende spielen. Da muss man wirklich, ja, sehr viel erobern und sehr viel Zeit reinstecken, dass man wirklich sagen kann, ich habe alles erreicht, aber, ich werde auf jeden Fall so weit gehen und sagen, dass ich den Ersten Weltkrieg als offiziell gewonnen ansehen kann. Okay, dann machen wir das jetzt so. Wir haben hier eine Armee, die können wir in dieser Runde noch nicht angreifen. Wir werden sie aber... Ups. Da bin ich jetzt in sein Ding reingefallen, oder? Ups, das wollte ich natürlich gar nicht. Da habe ich jetzt tatsächlich mal etwas gemacht, was man nicht tun sollte. Ich habe mich gegenüber einem Franzosen zurückgezogen. Dann würde ich sagen, speichern wir hier ab, beziehungsweise wir machen noch schnell die Runde fertig. Hier im Norden, ja, wir hoffen, dass der Krieg sich relativ schnell in den Süden verlegt, deswegen gehen wir hier ein bisschen auf Economy. Da haben wir auch schon zum Beispiel Geld für die Economy rausgegeben. Gucken, wie lange es noch dauert, bis wir in Böhmen wieder Steuern eintreiben können. Jetzt auf jeden Fall mal noch nicht. Wäre auf jeden Fall 1000 extra, das würde auf jeden Fall nicht schaden. Und hier mit dem Geld können wir da unten die Truppen abfangen. Wenn wir hier schon mal eine kleinere Stadt angreifen. So. Und dann wäre es das eigentlich auch soweit für diese Runde gewesen. Wie erwähnt, ich bin froh, dass der Russe uns noch nicht angreift. Wir sind jetzt leider stärker mit Österreich-Ungarn beschäftigt, mit irgendwas anderem. Ja, ich wollte mich jetzt eigentlich komplett auf Frankreich fokussieren. Auf den Norden von Frankreich plus Belgien. Den Süden von Frankreich hätte ich Italien überlassen. Aber ja, das mit Österreich-Ungarn ändert eigentlich alles so fatal, dass ich wohl und übel langsam vorrücken muss, aber mit einer Armee, sofern diese noch ausreicht, werde ich so viel Schaden wie möglich anrichten. Auf jeden Fall mal versuchen, den Belgier auszulöschen. Und ja, da war es eigentlich auch so weit für den ersten Part. Ja, schon 25 Minuten ging es echt schnell vorbei. Im nächsten Part gibt es direkt zwei Schlachten. Eine etwas schwere Schlacht und ja, da unten, die wird spaßig. Können wir mal schauen, wie gut unsere Artillerie und unsere Kavallerie ist. Aber auf jeden Fall... War es das soweit
von mir. Morgen um 16 Uhr wird der nächste Part kommen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Projekt haltet. Und dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.